Hallo, hier ist eure Manuela. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Und zwar habe ich mir jetzt auch einen Adventskalender schon gekauft. Und zwar von Awesome Beauty, dem Pflegekalender. Der hat 59,99 Euro gekostet und hat einen Warenwert von 187 Euro. So, jetzt ohne großes, langes Rumschnacken packen wir ihn mal aus. So, die Nummer 1. Ist ein Koffein-Shampoo von Ahuhu. Kraft und Fülle mit Bio-Koffein. 75 Milliliter. Die Nummer 2 haben wir. Awesome Beauty, du bist schön. Draufstehen. Da haben wir ein Retinol-Augenbalm, 7 ml, eben morgens und abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Dann sind wir schon bei der Nummer 3. Das ist ein Aqua Intensense Hyaluron-Serum, 20 Milliliter eben, nach der Reinigung auf Gesicht und Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Verwenden Sie anschließend Ihre gewohnte Pflege. Als nächstes haben wir eine M. Awesome Night Therapie Maske mit Mangobutter und Moringaöl. Parfümfreie Crememaske unterstützt die Regeneration der Haut, verbessert die Festigkeit und Elastizität. So, die Nummer 5. Retinol Intense, eine Handcreme, 75 Milliliter. Handcreme geht ja immer. Diese intensiv pflegende Handcreme mit Retinol, pflanzlichen Squalan und regenerierenden Mariungaöl schenkt spürbar zarte, glatte Hände. Da sind wir schon beim Nikolaus angekommen, die Nummer 6. Da haben wir ein Magic Finish Make-up, 20 ml. Das ist ein sehr schönes Döschen mit schönen goldenen glitzernden Deckel. Ich hoffe, man sieht es. Ist noch schön verschlossen. Lasse ich auch erstmal zu. Ich habe da schon mal eins gehabt und habe gedacht, es ist zu dunkel, aber ganz ehrlich, nach dem Auftragen fand ich das dann gar nicht so dunkel, wenn man das so schön einmassiert. So, bei der 7 angekommen. Da haben wir eine Fußcreme, 75 ml. Benutze ich nicht so häufig, weil oft vergesse ich das dann, wenn ich im Bett bin. Weil ich meistens danach noch mal rausgerufen werde von einem meiner Kinder und dann rutscht man ja schön aus. Deswegen mal schauen, ob ich die behalte oder nicht. Ich habe momentan noch eine auf. Dann habe ich die Nummer 8. Da haben wir ein Arganöl für gesundes und glänzendes Haar. 10 Milliliter. Eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar in Längen und Spitzen geben. Mal schauen. Das ist eben so ein schönes kleines Glasfläschchen.
freue ich mich, das auszuprobieren. Jetzt sind wir bei der 9 angekommen. Da haben wir wieder eine Maske. Eine Wassermelonen-Klo-Maske. Magische Klo-Formel. Belebend fruchtige Gelmaske. Sorgt für ein natürliches Strahlen, verbessert den Keim. Okay. Dann sind wir bei der 10. Da haben wir. Was haben wir denn da? Ein Serum. Serum morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. ml. So, jetzt sind wir bei der 11 angekommen. Apropos, wollte ich euch das zeigen. Auf jedem Päckchen steht ein Spruch eben drauf in Englisch. Ja, die lese ich aber euch nicht vor, dass ihr auch noch ein bisschen Überraschung habt. Dann haben wir 20 ml Super Lift Cream Magic Care. Morgens und abends auf die gereinigte Hals- und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Die 12. Oh, was ist denn das? Eine Gesichtsmassageroller. Eignet sich zur wohltuenden Massage von Gesichts- und Augenbody. Vorab das Gesicht reinigen, nach Wunsch die Pflege auftragen, anschließend ohne Druck über die gewünschte Partie nach außen rollen. Nach jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser reinigen und mit einem Tuch trocknen. Oh, da bin ich aber wirklich gespannt drauf. Kenne ich noch nicht. Mal was ganz anderes, freue ich mich drauf. Habe ich die Nummer 13. Da habe ich, was habe ich denn da? Self-Tanning. Drops. Aha. Mischen Sie 1 bis 3 Tropfen mit Ihrer Gesichtspflege nicht unverdünnt anwenden. Nach dem Auftragen Hände gründlich waschen. Okay. Das ist dann so ein kleines Fläschchen eben. Mal schauen. Für einen sommerlichen Teint das ganze Jahr über. Ein innovativer Wirkstoffkomplex sorgt für eine natürliche und langanhaltende Bräune. Okay, mal was ganz anderes. Dann haben wir die 14. Eine Lippencreme gegen Plissé-Fältchen. Lippen- und Plissé-Fältchen. Das sind 15 ml. Die Nummer 15. Ah ja, ein Duschgel. Tropical Frucht. Mild formuliertes Duschgel mit tropischen Früchten und exotischen Blüten. Das sind 100 ml. Mal gucken. Ja, es ist zwar zu, aber das hat man, glaube ich, schon gleich von Anfang an gerochen. Als ich den Kalender ausgepackt habe, gerade eben. Die war eingeschweißt, der Kalender. Da hat man nämlich schon so einen süßen Duft eben gerochen. Das wird das Duschgel gewesen sein.
die Nummer 16. Haben wir hier, na, wenn sie rauskommen möchte. Eine Nachtsorbettcreme, so B-Creme. Abends nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Auch für Hals und Dekolleté geeignet. Wieder 20 ml. Das Döschen ist ja wunderschön. Die Farben, die passen sehr gut zusammen. Dunkelblau mit so ganz Fliederlila. Gefällt mir sehr gut. Nummer 17. Oh, das ist etwas schwerer. Das Päckchen. Haben wir den da? Oh, 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 oh. Ach, dann ist der Deckel schon unten. Ein Haarserum. Eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar in die Länge und Spitzen geben. Sieht man das? Spiegel so. Es sind 30 ml drinnen. Die Nummer 18. Da ist es gefallen. Ein kleines Päckchen mit einer Ampulle. Die Nummer 19. Was haben wir denn da? Wieder eine Maske. Eine klärende Maske mit weißer Tonerde, hautverfeinernde Tonerde, Trauben, Polyphenole schützen die Haut vor freien Radikalen, klärt und mattiert das Hautbild. Dann haben wir die Endspurt. Dann sind wir bei der 20 angekommen. Ah, schön. Badezucker. Okay, Soft Vanille. Dieser Badezucker verwöhnt mit dem Duft von cremig süßer Vanille und köstlichen Toffee-Akkorden. Nee, riecht man nichts durch. Für die Badewanne ist nicht schlecht. Ich habe eine. Braucht man ab und zu mal im Alltag. Nicht schlecht. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Dann haben wir die 21. Ein Augenserum ist es eben, 7 ml. Morgens und abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen. Die 22. Wieder ein längliches. Vitamin C intensiv, Vitamin C Serum, morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht tragen. Ist vieles fürs Gesicht dabei. So. Dann haben wir die 23, die ist wieder etwas schwerer. Ah, da haben wir noch einen Conditioner. Repair-Pflege für langes Haar mit Paradies, Nussöl und Reismilch. Ah, das sollte mal meine Tochter ausprobieren.
mit extra an Feuchtigkeit spendenden und pflegenden Wirkstoffen für die Geschmeidigkeit bis in die Spitzen. Da habe ich noch einen ähnlichen da. Ich glaube vom letzten Jahr. Nee, von einer Magic Düde, glaube ich. So. Und dann haben wir die Nummer 24. Da haben wir wieder eine Creme. Supreme Hyaluron Creme Intensiv Feuchtigkeit spenden. Wieder 20 Milliliter. Schade, in der 24 habe ich gehofft, dass ich noch etwas anderes bekomme. Aber im Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es sind einige viele schöne Produkte dabei. Den anderen mal gucken, was ich mache. Was sagt ihr zu dem Kalender? Seid ihr zufrieden damit? Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und sonst sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.